herzlich willkommen zu einem neuen Match Attacks Karten Opening hier bei Gate to the Games. Wir widmen uns heute der Mini-Tin der Saison 2016-17 und schauen am besten mal gleich hinten drauf. Man kann das sicherlich nicht optimal erkennen, aber man hat eben hier unten stets 24 Karten plus eine limitierte Karte wieder dabei, wie schon beim Blister Pack das der Fall war. Und die ist eben in Gold, Silber oder Bronze. Und hier sehen wir mal die Seltenheitsverteilung. Autofokus mal, ja genau. Goldene limitierte Karten sind in einer von 8 Minitins, silberne in einer von 4 und bronze limitierte Karten in 5 von 8. Schauen wir mal, vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück, was das Ziehen angeht. Ich würde sagen, ich mache die erstmal auf und dann machen wir direkt das Opening. Ist ein bisschen schwieriger, aber sollten wir hinbekommen. Genau. So, öffnen wir die. Ich weiß selber nicht, wie das jetzt hier drin aussieht. Ob da jetzt Booster drin sind oder direkt die Karten. Also es sind direkt wahrscheinlich die Karten. Und es sieht so aus, als wäre die limitierte Karte obendrauf. Deswegen tue ich die erstmal dann ganz unten ran. Wir sehen hier auf jeden Fall RB Leipzig. Und tun wir die mal zurück. Unsere limitierte Karte scheint also von Borussia Mönchengladbach zu sein. Und jetzt haben wir hier nochmal die Erinnerung, dass es ja jetzt auch Pro 11 Karten gibt, die man jetzt online gewinnen kann. Hier seht ihr das. Und hier habt ihr mal einen Online-Code, mit dem ihr eben digital die Pro 11 Spieler freischalten könnt und so weiter. Dann haben wir René Adler vom Hamburger Sportverein. Wir haben Frederik Sørensen vom 1. FC Köln. Dann Albin Ekdal vom Hamburger Sportverein. Robin Knoche von den Wölfen. Aaron Hunt, den Routinier vom Hamburger Sportverein. Dann haben wir hier den Sebastian Neumann von den Würzburger Kickers, der Aufsteiger der zweiten Liga. Dann Alexander Schwollo von Freiburg, gleich hinterher Ignowski, neuer Transfer der Freiburger. Dann haben wir Varela von Eintracht Frankfurt, Nikolas Höfler vom Freiburger SC Freiburg. Dann haben wir hier Finn Bartels von Bremen, Fedetzky von den Darmstädtern, Christopher Buchtmann vom 1. FC St. Pauli. Dann haben wir Benjamin Hübner von den Hoffenheimern, 1899, die ja sehr, sehr gut da stehen momentan, ich glaube 3 Siege in Folge. Dann Sandro Wagner, der Torjäger, der 99er, ist ja gewechselt von Darmstadt, 98. Dann haben wir hier Nemedin Dagfuß von den Würzburger Kickers. Neuer Transfer, Marc Bartra vom BVB, kam ja von Barcelona. Dann haben wir Arturo Vidal, der Kämpfer aus München. Sokratis vom BVB. Dann haben wir Bernd Leno, die Nummer 1 aus Leverkusen. Dann haben wir die Clubkarte von Schalke 04. Die Clubkarte vom VfB Stuttgart. Leider ja nicht mehr in der ersten Liga. Und dann haben wir den Starspieler Daniel Bayer von den Augsburgern. Wieder mit diesem schönen Knalleffekt im Hintergrund. Dann haben wir Marcel Halstenberg als Matchwinner. Also ihr seht schon, man hat wahrscheinlich in diesem Minitin 2 Clubkarten, dann einen Starspieler. Dann haben wir hier eben Marcel Halstenberg von RB Leipzig als Matchwinner. Und wir haben leider einen Bronzespieler. Yannick Westergaard soll sein von den Gladbachern. Limitierte Auflage Bronze. Also leider haben wir eine Bronze erwischt statt Gold und Silber. Die hätten wir euch natürlich noch lieber gezeigt. Aber nehmen wir natürlich auch gern mit. Also ihr seht, zu einem guten Preis bekommt ihr sehr, sehr viele Standardkarten und immerhin 5 Holos, wenn man das so nennen kann bei Match Attacks, weil die haben ja alle eine unterschiedliche Rarität, Matchwinner, limitierte Auflagen, Club 100 Karten. Da gibt es einiges mehr als in anderen Sammelkartenspielen. Wie gesagt, es gibt momentan auch einen Code, mit dem ihr diese Karten hier noch günstiger bekommen könnt. Der heißt Attacks 2017. 5% könnt ihr da dann im Shop ergattern auf Produkte, die mit Match Attacks zu tun haben. Schaut auf jeden Fall mal vorbei.
Der Link dazu steht in der Beschreibung und ich sage jetzt bis zum nächsten Video hier bei Gate to the Games. Ciao!